Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Herrn eingeladen, der schon sehr vieles in seinem Leben gemacht hat. Er kommt aus der pharmazeutischen Ebene heraus. Er ist Pharmareferent, also einer der Ärzte auch ausbildet über die Dinge, die jetzt Neues aus der Pharmazie kommt. Aber gelernt hat er eigentlich Ingenieur und Chemiker. Ist einer, der sehr fundierte wissenschaftliche Kenntnisse hat und auch bei Jugend forscht mitgemacht hat und sogar einen Titel mit nach Hause genommen hat. Also es ist mir eine große Ehre, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, den Bernd Winterhoff. Ganz herzlich willkommen, lieber Bernd. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne nach Rorschacher Berg gekommen. Das ist lieb von dir. Herzlichen Dank. Ja, das ist schon, wir könnten über ganz viele Themen reden, was mich auch interessieren würde, natürlich als Pharmareferent Ärzte auszubilden. Aber ich bin ein naturheilkundlicher Sender, deshalb lassen wir das mal in einem anderen Gebiet stehen. Jugend forscht, toll. Also ich staune immer wieder, was da kommt. Und wie kann ein 16-jähriger Mensch sich so darin betätigen und so erfolgreich dann einen Titel nach Hause tragen? Also was hat dich bewegt? Warst du schon immer ein Genie? Nein, das kann ich so nicht sagen, sondern im Gegenteil. Es war einfach, ich habe bei einem ganz kleinen Preisausschreiben, was bei unserem Bäcker gelaufen ist, da habe ich gewonnen. Als ich nach einigen Wochen nach Hause kam, sagt meine Mutter, Mensch, du hast doch bei dem Wettbewerb teilgenommen und du hast gewonnen. Ich sage, was habe ich denn gewonnen? Ein Pfund Kaffee. Und da war ich also 12. Was macht ein 12-Jähriger mit einem Pfund Kaffee? Meine Mutter ist dann also hergegangen und hat mir dann also 10 oder 20 D-Mark damals in die Spardose getan. Und den Kaffee dann natürlich selber verkostet. Natürlich, die Folge war, dass meine Eltern bei vielen Preisausschreiben das Porto bezahlen mussten, denn jetzt war kein Preisausschreiben mehr vor mir sicher. Und unter anderem dann im Jahre 1970, als ich 16 war, habe ich an Jugend forscht teilgenommen und habe dort eine Arbeit abgegeben im Bereich der Chemie. Die Fragestellung war Geheimtinten für Spionagedienste. Das Prinzip war, eine farblose, wässrige Lösung zu machen, geruchlos, die aber auch das Papier nicht angriff. Damit zwischen einem Text, der durch einen Kugelschreiber oder beispielsweise auch mit einem Kugelschreiber beziehungsweise auch mit einer Schreibmaschine geschrieben worden ist, dort einen Text hinzuschreiben. Und der Entwickler musste dann also im Grunde genommen wissen, was er tut, damit dort eine Farbreaktion kam. Die einfachste Sache ist, eine Eisen-2-Lösung zu nehmen, wässrig, geruchlos, macht auch dem Papier nichts aus, damit zu schreiben. Und der Empfänger musste auch keine Ahnung von Chemie haben. Nur das Bügeleisen drauf. Aber der musste nur ein kleines Bügeleisen haben, super, leicht anstellen. Und es gab von Eisen 2 nach Eisen 3 die Oxidation bzw. Reduktion und dann also letztendlich Farbdarstellung in Braun. Heißt also, das war der Rost. Und eine komplizierte Aufgabe, die ich mir gestellt habe in Zusammenarbeit mit einem Apotheker, war eine Sonnenuntergangs- oder die Sonnenuntergangsreaktion. Da haben wir ein Mutterkornalkaloid, also aus der Handpflanze genommen, deshalb auch über den Apotheker. Und es fiel dann bei Zusatz von verschiedenen anderen Reagenzien ein gelbes Salz zunächst einmal aus, das aber dann durch weitere Prozesse eben letztendlich über Orange, Braun, nach Tiefschwarz hing, deshalb Sonnenuntergangsreaktionen. Da war ich damals stolz. Damit stand fest, in die Chemie zu gehen. Ich habe dann die Ausbildung als Chemielaborant bei der Bayer AG gemacht und dann anschließend ein Jahr die Fachoberschule, um dann letztendlich Ingenieurwesen zu studieren. Das habe ich getan an der FH Niederrhein in Krefeld. Und bin dann in die chemische Industrie gegangen. Das heißt, ich habe noch zusätzlich die Ausbildung zum geprüften Pharmareferenten gemacht und war dann zunächst einmal 10 Jahre für den Bereich Herz-Kreislauf im niedergelassenen Bereich und in der Klinik tätig. Dann gab es eine Veränderung bei der Höchst AG und ich wurde in den Bereich der Diabetologie versetzt und bin da sehr stolz drauf. Denn dann habe ich die restlichen 20 Jahre, bis ich dann im Rahmen einer Vorruhestandsregelung ausgeschieden bin, als Sanofi das Vorgängerunternehmen Aventis übernommen hat, habe ich dann als Fachreferent für Diabetologie gearbeitet. Das heißt, ich habe niedergelassene Ärzte und Kliniker besucht und denen erklärt, welche Unterschiede bzw. auch wie man Diabetes therapieren kann mit unseren Injektionssystemen, den Pen-Systemen. Und bin dann 2010 ausgeschieden, habe mich selbstständig gemacht und bin dann zum Glück vor ein paar Jahren, nämlich vor 3 Jahren genau, auf die Firma Bernhard Klein und auf die Firma GHT, Tochterunternehmen sozusagen oder Partnerunternehmen, gestoßen und bin jetzt voll engagiert
für das Thema Kleinsche Felder, weil ich der Überzeugung bin, diese Technologie muss jeder in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in Europa und in der Welt kennen. Ja, da denn bin ich. Sie haben erhebliche Vorteile und Nutzen jedem. Da bin ich voll bei dir. Deshalb freut es mich auch, mit dir über dieses Thema noch sprechen zu dürfen. Ich habe verschiedene Studien gesehen, und das sind wissenschaftlich gut fundierte Studien, hieb- und stichfest. Eine sogar, die hat mich unglaublich beeindruckt, das ist da von dieser Mitochondrial-Expertin, Frau Brigitte Professor König. Weltweit ein super Ruf, die sogar mit mutierten Zellen eine Studie gemacht hat. Und die Erfolge mit mutierten Zellen, denke ich, jeder Mensch, der irgendwo ein schlimmes Leiden hat, hätte eine Chance. Wir wissen alle nicht, was passiert, Menschen sind Individuen, aber er hätte eine Riesenchance hier, die gleichen Resultate zu erzielen wie die Frau Brigitte König im Labor. Das ist richtig. Und das muss man hier rausschreien. Ja, das finde ich sehr gut. Und es ist so, die Arbeiten zu dem Thema Kleinsche Felder sind für mich natürlich von besonderer Bedeutung. Dazu auch gleich ein eigenes Beispiel, um dann auch auf die Gegebenheiten der Studiendaten einzugehen. Ich bin sehr froh davon überzeugt, dass wissenschaftliche Untersuchungen einfach wissenschaftlich fundiert werden müssen. Mhm. Dass es hier sich nicht um irgendwelchen esoterischen Kram handelt, sondern es geht um physikalische Vorgänge. Mhm. Und das ist mir wichtig bei der Technologie, dass ich dir das nicht erzählen muss als, ich sage jetzt mal als Laie, sondern ich kann dir das belegen und beweisen. Ich möchte, und das sage ich zum Beispiel auch meinen Partnern im Gespräch, ob es ein Kunde ist oder ein potenzieller Kunde, da sage ich ganz klar und deutlich, hör dir das erst einmal an, aber eines steht fest, und damit beginne ich eigentlich, dass ich eben sage, ich möchte dir heute ins Auge schauen, aber in 5 Jahren und in 10 Jahren auch. Und wenn es sich um einen potenziellen Endverbraucher handelt, dann sage ich dem auch gleich dabei, vielleicht sehen wir uns ja in 10 Jahren mal auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt, wenn das dann nach Corona wieder möglich sein sollte. Mhm. Und wir trinken gemeinsam einen Glühwein. Weil ich glaube, in diesem Bereich wird vieles gemacht, wird vieles aber auch an, ja, ich muss sagen, unreell verkauft. Und ich sitze bei meinen Gesprächspartnern draußen, mir geht es nicht um Verkauf, sondern mir geht es in erster Linie darum, dass derjenige die Technologie versteht, was dahinter steckt und versteht, jawohl, das nützt mir etwas. Und wenn er dann das Produkt anwendet, dann wird er auch den entsprechenden Erfolg in die entsprechende Richtung haben. Zurück zu der Frau Professor König. Ja, das kann ich also nur ganz einfach sagen. Das ist wirklich phänomenal. Es gibt ja, wenn man sich über die Mitochondrien unterhält, dann sage ich meinen Gesprächspartner immer folgendes Beispiel, damit es nicht nur hochwissenschaftlich ist, sondern es kann sich einer ja vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben im Grunde genommen einen Kamin in Ihrem Wohnzimmer. Sie legen dort trockenes Holz rein und Sie zünden das an. Alles prima. Und das Zimmer wird allmählich warm. Wenn Sie jetzt aber auf die verrückte Idee kämen und würden also sämtliche Fenster und Türen mit Krepppapier abkleben, damit kein Sauerstoff mehr in den Raum reinkommt, dann ist ja völlig klar, was die Folge ist. Und da antworten mir 99,9%, ja, ist ja völlig klar, der Ofen geht aus. Das heißt also, und genauso ist das bei der Zelle. Denn egal, ob es die Sehzelle, die Hörzelle, die Nervenzelle ist, die Herzzelle ist, die Knochenzelle, jede Zelle hat 5.000 bis 8.000 Mitochondrien. Das heißt, das sind die Kraftwerke unserer Zelle. Und wie eben schon an dem Beispiel mit dem Kamin gezeigt, ist völlig klar, hier muss einfach Sauerstoff hin. Jetzt kommt das Verrückte, das Fatale eigentlich, um es genau zu sagen. Durch verschiedene Umwelteinflüsse ist es einfach nicht mehr möglich, dass unsere Zellen genau 100%ig funktionieren, weil wir ihnen durch verschiedene Dinge letztendlich den Sauerstoff sozusagen nehmen. Das erste ist beispielsweise, dass sehr viele Menschen Medikamente einwerfen, von denen wir wissen, dass sie eben zum Beispiel auch negative Einflüsse auf die Kraftwerke, auf die Mitochondrien haben. Nehmen Sie beispielsweise die sogenannte Acetylsalicylsäure, die beispielsweise im Bereich von Herzinfarktpatienten verabreicht wird, damit das Blut angeblich dünn bleibt, obwohl es kein Blutverdünner ist, sondern es geht ganz einfach darum, dass einfach die Thrombozyten nicht aggregieren, zusammenheften, zusammenfallen.
Das passiert also Folgendes, das bekommen also jeder. Aber wir wissen durch Studien, die eindeutig belegen, dass es nur bei 13% der Anwender funktioniert. Oder nehmen Sie beispielsweise ein anderes Medikament. Nehmen Sie beispielsweise die sogenannten Antibiotika. Von denen wissen wir definitiv, dass die Antibiotika die Mitochondrien zerstören. Da haben Sie heute ein Kind, 5 Enkelkinder, da wird also plötzlich eine Erkältung diagnostiziert. Man sucht einen Arzt auf und was verabreicht er? Unter Umständen ein Antibiotikum. Und so kann ich nur das sagen und wiederhole das, was schon zu meiner Jugendzeit, sprich also zu der Zeit, als ich die Ausbildung zum geprüften Pharmareferenten gemacht habe, Herr Professor Mutschler, einer der führenden Pharmakologen damals in Deutschland, immer wieder gesagt hat, jedes Medikament, das eine Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Wir greifen in einen komplizierten Organismus ein. Zurück zu den Mitochondrien. Diese Mitochondrien werden also nicht genügend mit Sauerstoff versorgt. Also kann die Sehzelle nicht hundertprozentig sehen, kann sie nicht dazu beitragen, wie beispielsweise auch die Nervenzelle. Dadurch entstehen viele Dinge. Man kann ganz klar und deutlich sagen, das ist ein Problem, das letztendlich die Grundlage fast aller Krankheitsbilder ist. Und das bedeutet im Klartext, das ist ja das Spezialgebiet von Frau Professor König, diese vier, es gibt weltweit nur 4 Labore, die sich mit den Mitochondrien beschäftigen. Und eines ist davon das von der Frau Professor König. Diese Mitochondrienforschung kann ich also nur ganz klar und deutlich unterstützen und will das mal ganz kurz berichten. Aber heißt das, auf den kleinsten Feldern gelegen, wenn man drauf fliegt, dann wird die Sauerstofftransport von der Lunge bis in die kleinsten Kapillaren im ganzen Körper wieder sichergestellt? Richtig. Und das heißt, keine kalten Füße mehr, die Energieproduktionen sind wieder voll da, also meine ATP-Produktion steigert, Selbstheilungskräfte sind viel höher, eigentlich Reparaturprozesse im Schlaf. Richtig, genau so. Und die haben wir sonst ja nicht, wenn dieser Sauerstofftransport nicht da ist. Richtig. Mhm. Und zwar, weil ein Teil, und das würde ich jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt eine Person hier hätten, der würden wir Blut abnehmen und wir würden die so unter einem sogenannten Dunkelfeldmikroskop uns das Blut angucken, dann würden wir feststellen, dass ein Teil der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport verantwortlich sind, verklebt, letztendlich zusammenklumpen. Mhm. Stichwort, und das kann jeder im Internet nachlesen, Geldrollenbilder. Genau. Medikamente ist das eine. Einatmen von Autoabgasen, hochaktuell. Aber auch beispielsweise das Thema Elektrosmog, sprich Handy, PC. Mhm. Und da ist es also ganz einfach so, wir reden zum Beispiel jetzt über 5G in Europa oder weltweit. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass definitiv die Krebserkrankungen zunehmen werden. Nur da redet keiner drüber. Mhm. Das heißt, wir reden über Fortschritt, reden aber nicht mehr über die Nachteile. Die kleinsten Felder heben diese Geldrollenbildung auf. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Das, ja, das heißt, hat er mir gezeigt im Labor. Also man legt sich hin und eigentlich ist, zack, ist die Geldrollenbildung weg. Es geht sehr, sehr schnell. Und dazu ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung. Meine Frau ist also nicht wissenschaftlich angehaucht und hat vor 5,5 Jahren die Diagnose bekommen, Mammakarzinom, also Brustkrebs. Operiert worden, Total-OP. Keinerlei Bestrahlung, keinerlei Chemotherapie. Aber diese Frauen kriegen sehr häufig ein Produkt, nämlich Gestagene, männliche Hormone, als Antidot sozusagen, damit die Rezidivrate niedrig bleibt. Das bedeutet aber im Klartext, dass natürlich, wie ich eben schon Herrn Mutschler zitiert habe, klar dazu führt, dass also Nebenwirkungen entstehen. Die Hauptnebenwirkung bei diesen Gestagenen, bei den männlichen Hormonen, die ich in den Körper einer Frau einbringe, sind Gelenkschmerzen. Bei meiner Frau war das so extrem, dass sie im Grunde genommen sich im eigenen Haus, das wir über mehrere Etagen gemietet hatten, letztendlich wie eine 90-Jährige Step by Step an der Treppe sich hochgezogen hat. Und ich ja immer gesagt habe, kleinste Fälle, hat gesagt, hör auf, das esoterische Kram auf so einer Auflage zu legen und dann soll es mir besser gehen. Ich sage, dann lass es sein. Das hat dazu geführt, wir haben die Wohnung, dieses Haus aufgegeben. Wir haben eine Wohnung gesucht, wo wir alles auf einer Etage haben. Im dritten Stock, alles mit Aufzug, bis in den Keller hinein, bis zur Tiefgarage. Und dann hat meine Frau überraschenderweise gesagt, nachdem wir 3 Monate dort gewohnt haben, leg mal die Schlafauflage bei mir ins Bett hinein. Ich habe gesagt, okay, aber wir reden 4 Wochen nicht darüber. Alles klar.
Nach 14 Tagen hat sie zu mir gesagt, Bernd, wir müssen darüber reden. Ich sage, und was ist? Ja, sagt sie, ich habe dir eigentlich wehgetan. Ich sage, wieso? Nach 10 Nächten keine Schmerzen mehr, kein Schmerzmittel mehr und ganz klar und deutlich höhere Energie. Davor hat sie Folgendes gemacht. Ein Zimmer sauber gemacht am Freitag, ausruhen müssen, hinlegen müssen. Nächstes Zimmer hinlegen müssen. Heißt, sie hat also fast 2 Tage gebraucht, um im Grunde genommen die Wohnung am Wochenende wieder top blank zu kriegen. Was ist heute? Heute steht sie teilweise mit mir um 6 Uhr auf und ist mittags mit der Bude fertig. Und wenn wir zum Beispiel jetzt zu unseren Enkelkindern in Richtung Süddeutschland fahren, dann ist es mittlerweile so, dass sie natürlich ihre eigene Schlafauflage, wie auch meine, als erstes im Auto ist, bevor der Koffer drin ist. Das heißt, ohne kleinsche Felder in der Schlafauflage, ohne kleinsche Felder in den Einlegesohlen, fährt sie und geht sie nicht mehr. Sie ist wieder leistungsfähiger geworden, weil die Zelle einfach, jede einzelne der rund 70 Billionen Körperzellen, einfach besser versorgt ist mit Sauerstoff. Das ist der entscheidende Punkt, was die kleinschen Felder angeht. Und deshalb kann ich sagen, kleinsche Felder ist für jeden etwas, denn diesen negativen Einflüssen sind wir ja alle ausgesetzt. Ja, also ich habe jetzt schon einige Leute im Haus gehabt, die haben mir gesagt, und spürst du was, weil du drauf fliegst? Und sage, nee, ich spüre nichts, aber ich habe auch nichts zu hinterfragen. Ich kenne die wissenschaftlichen Daten und es ist eigentlich nur ein Segen zu wissen, dass der Sauerstoff jetzt wirklich gut transportiert ist, in jede Zelle hinein. Nein. Also für mich, ich sage, ich weiß nicht, was noch wichtiger sein könnte als diese Sicherheit. Das sage ich auch meinen Gesprächspartnern immer wieder, sei es Mediziner, sei es Therapeuten oder sei es auch der sogenannte Endverbraucher. Es ist für jeden ganz einfach klar und verständlich, dass die Grundlage einer guten Sauerstoffversorgung natürlich die Voraussetzung ist, damit unser Organismus gut funktioniert. Mhm. Dazu vielleicht auch als 2 Beispiele noch. Eine Arzthelferin aus dem Bekanntenkreis hatte erst gesagt, nein, also kleinste Felder brauchen wir nicht. Dann ist sie hingegangen und hat durch ihren Mann mir sagen lassen, also wollten doch mal gerne eine Präsentation haben. Ich bin dann zu ihnen hingefahren, habe das präsentiert und hat der Mann gesagt, also pass auf, du kriegst die Schlafauflage für dich, weil sie nämlich erhebliche Rückenproblematiken hatte, Rückenschmerzen. Und ich habe ihr damals, weil es noch relativ am Anfang war, nicht alles gesagt. Das heißt, ich habe das übersehen. Heute habe ich das, baue ich das mit in meine Gespräche ein. Sie hat die Schlafauflage ein paar Tage später gehabt, hat die ins Bett reingelegt und ist dann in der ersten Nacht um 5 Uhr morgens vor Schmerzen aufgesprungen. Und hat gesagt zu ihrem Mann, du, der Bernd hat recht, das funktioniert. Denn sie hatte mehr Schmerzen als vorher. Warum? Weil natürlich die gute Sauerstoffversorgung auch dazu führt, dass die Zellen, die Nervenzellen besser funktionieren. Also ist die Schmerzleitung auch ins Gehirn größer. Berühmte Erstverschlimmerung. Ja. Das ist zuerst eine Verschlimmerung. Das war aber nach 8 Tagen war verschwunden. Und dann ist sie hingegangen und hat gesagt, das ist so toll. Ich werde das meiner Mutter weitergeben. Hat eine Schlafauflage für ihre Mutter geholt, bestellt. Und der hat sie das Erlebnis von ihr gesagt. Hat gesagt, also da kann was. Sie hat das aber auch sofort ins Bett gelegt, sie draufgelegt, hat am nächsten Morgen angerufen und hat gesagt, du, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, in Anführungsstriche. Aber was hat sie gemacht? Ich habe zum ersten Mal seit Jahren den Bademantel ausgezogen, den Badeanzug ausgezogen und zum ersten Mal normal in einem Nachthemd wieder geschlafen. Das heißt, es war eine Frau, die ständig gefroren hat. Und im Grunde genommen jetzt normal schlafen kann. Daraufhin ist ihre Tochter hingegangen. Der Mann hat eine große Kanzlei, eine Steuerberatung, hat gesagt, pass auf, jetzt kaufe ich dir die Sitzauflage. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat. Ich wusste nicht, wie sie es anwenden wollte. Hat das also ihrem Mann ins Büro getan, kommt mittags hin, hat er seine Brille am Schreibtisch liegen. Sagst du, was ist denn mit dir los? Sagst du, das kann sein, wie es will. Aber ich kann schärfer sehen. Das heißt, die Reaktionen sind relativ schnell. Ich sage jetzt nicht, dass man mit kleinen Feldern auf die Brille verzichten muss. Das habe ich nicht gesagt. Aber die bessere Durchblutung führt dazu, dass also auch das Sehen verbessert wird. Und das hat dazu geführt, dass ihr Mann hingegangen ist, eine Mitarbeiterin in seiner Kanzlei hatte und hat ihr am nächsten Morgen die Stuhlauflage hingelegt.
hat gesagt, Sie sitzen heute auf diesem Stuhl und wenn Sie heute Abend, bevor Sie nach Hause gehen, kommen Sie zu mir und berichten. Diese Dame ist am Nachmittag hingekommen und hat gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie denn da gemacht? Was ist das, wo ich drauf gesessen hat? Und dann hat die ihr gesagt, was spüren Sie denn? Hat die gesagt, ja, Sie wissen ja, ich stehe kurz vor einem Burnout. Die kam also immer ins Büro, hat morgens geheult und wenn sie abends nach Hause ging, hat sie auch wieder geheult. Und sagt ihm jetzt, ihrem Chef jetzt, wissen Sie was, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber jetzt ist der Wasserkran abgestellt. Musste also nicht mehr heulen. Natürlich heben wir durch die kleinsten Felder nicht die Grunderkrankungen auf, aber ich denke auch an das Stück Lebensqualität. Und wenn wir Berichte haben von Leuten, die also bestimmte Krankheitsbilder haben, bei der Durchschlafstörung angefangen oder Schlafstörungen ganz allgemein, bis hin zu Themen wie beispielsweise Autismus, und dann also zum Beispiel Großeltern schreiben, wir haben den Eindruck, dass unser Enkel heller, wacher ist, dann finde ich das enorm, dass hier die Lebensqualität auch vor allen Dingen positiv beeinflusst wird. Wir heben den Autismus nicht auf, wir heben genetische Defekte nicht auf. Aber gerade was dieses Thema angeht, und gehen Sie in den Bereich der Demenz beispielsweise, überall können Sie im Grunde genommen das Thema kleinste Felder unterbringen und es nützt dem Anwender. Was ich den Herrn Bernd Kleint nicht gefragt hatte, ich habe es am Telefon nochmal nachgefragt, und zwar wollte ich noch von ihm wissen, wie reagiert man eigentlich, wenn der Körper auf den kleinsten Feldern liegt in der Nacht und jetzt kommt das ganze 5G-Netz auf mich zu. Wirkt jetzt das Magnetfeld von unten, lullt mich das ein, führt den Sauerstoff sauber in die Zelle rein, ich habe keine Geldrollenbildung. Und der Elektrosmog von außen, hat der überhaupt eine Chance? Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, aber auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber ich will es mal versuchen, das zu erklären. Also zunächst einmal, wenn ich auf der Schlafauflage liege, dann gilt grundsätzlich Folgendes. Das ist wie bei den Einlegesohlen auch. Dieses Feld der Magnet, der kleinsten Felder, was ja übrigens ein Medizinprodukt ist oder die Technologie ist in Produkte integriert, die Medizinprodukte sind, stehen also bei uns in der DIMD-Liste. Ob es die Schlafauflage ist, ob die Einlegesohle ist oder dergleichen. Die Eindringtiefe, das Feld, ist so schwach, dass man im Grunde genommen eine Eindringtiefe von 31 mm hat. Das heißt also, wenn du das in den Einlegesohlen hast, wenn man das in den Einlegesohlen hat, dann werden der Fußbereich beeinflusst. Und ich sage mal, die Wirkung ist etwa bis unter das Knie zur Schlafauflage. In dem Moment, wo ich auf der Schlafauflage liege und 31 mm Eindringtiefe hat, ist es also völlig egal, ob ich auf dem Rücken, auf der Seite oder auf dem Bauch liege. Tatsache ist, alle Blutgefäße, die in diesem Bereich dann auf den Feldern liegen, deshalb 90 mal 1,90 die Maße, kommt dazu, dass diese Blutgefäße beeinflusst werden. Das heißt, das Blut, das da durchläuft, durch diese Blutgefäße, wird also durch die kleinsten Felder veranlasst, dass die Erythrozyten sich gegenseitig abstoßen, denn Magnetismus ist ja nichts anderes als plus minus und unser Körper ist ja elektrisch geladen. Also die Erythrozyten auch, die zusammen klumpen, werden veranlasst, auseinander zu stieben. Und dann passiert Folgendes. Wenn ich also 6 bis 7 Stunden nachts auf der Auflage schlafe, dann ist im Prinzip der Kreislauf einmal komplett rum. Das heißt, dass man am Morgen aufsteht nach 6 bis 7 Stunden und die Geldrollenbildung nahezu 100% aufgehoben worden ist. Also ist eigentlich der perfekte Regenerationseffekt und auch Schutz gegenüber Elektrosmog, wo der Körper von der Anspannung des Tages in die Entspannung in der Nacht switchen kann. Richtig. Und dann kann er sich eigentlich wieder erholen. Richtig. Deshalb sage ich zum Beispiel bei unseren Anwendern der Einlegesohlen, die bestimmte Fußprobleme haben, diabetisches Fußsyndrom, Durchblutungsstörung, Laufschwierigkeiten oder auch beispielsweise Schmerzen beim Laufen, denen sage ich zum Beispiel, die kleinsten Felder, nehmt die in den Sohlen, aber auch bitte nachts in die Socken hinein. Warum? 80% unserer Regenerationsprozesse, die laufen ja gerade nachts ab.
Deshalb schlafen wir, deshalb erholen wir uns. Und das sollte man also dann auch bei diesen Produkten tun. Deshalb ist es bei den Fußproblemen zum Beispiel sinnvoll, das eben nicht nur 10 Stunden zu tragen und dann in den Schuhen stehen zu lassen, sondern sie eigentlich auch über Nacht anzuwenden. Wenn man sie hat. Ja. Wenn man sie hat, genau. Okay. Bei den kleinsten Feldern in der Schlafauflage völlig klar, völlige, fast nahezu vollständige Entklumpung über Nacht, am Morgen mit höherer Energie aufstehen, das ist nachweisbar. Und das ist mir ganz wichtig. Lieber Bernd, die Sendezeit ist durch. Ach, sowas. Ja, es ist echt doof. Wir machen einfach noch eine Sendung, beenden jetzt die und machen nochmals eins, weil ich glaube, den Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten, darüber müssen wir unbedingt auch noch sprechen. Und eben auch, was mich interessiert, wie kriegen wir dieses Wissen zu den kleinen Feldern in die Welt hinaus? Warum greift hier nicht eine Pharmazie auf mit ihren Hunderttausenden von Mitarbeitern und tragen das zu den Ärzten, weil die müssen uns ja, da reden wir noch darüber. Ja. Liebe Bernd, herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zusehen, danke fürs Verbreiten dieser Sendung. Bitte interessieren Sie sich, informieren Sie sich mal über diese kleinen Felder, lesen Sie sich schlau, schauen Sie sich die ganzen Videos an, die es dazu schon gibt und versuchen Sie sich da ein eigenes Bild zu schaffen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.